Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team Weekend League. Und ja, wir schauen mal, ob Raid Wade sich wieder so geil anfühlt. Und im nächsten Spiel ist dann das letzte Spiel für Modest. Okay, Dreierreihe. Ach so, warte mal, habe ich gerade gegen die Fünferkette verloren? Kann das sein, dass das letzte Spiel Fünferkette war? Dann ist, könnte das natürlich der Grund sein, warum ich so scheiße schwer durchgekommen bin. Es kann aber auch sein, dass ich, dass das Fünferkette-Spiel das Spiel war, wo der Gegner abgebrochen hat. Ich also extrem gut gespielt habe. Das kann auch sein. Das weiß ich nicht genau. Ich will nicht auf Konter spielen, auf Ballbesitz. Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Glaube ich kein Abseits, ist glaube ich kein Abseits. Foul. Sehr schön. Und sowas wird, denke ich, mit Cavani schwer. Also das ist, denke ich, dann. Oh, ich kann wieder nicht ablegen. Ich kann keinen zweiten Schützen rufen. So eine. Das regt mich auf, weil ich gezwungen bin, jetzt hier drauf zu schießen oder in die Menge zu passen. Muss ich mal gucken, ob sich einer anbietet. Naja, eigentlich nicht so richtig. Also der Dreh war nicht schlecht über die Mauer drüber, aber war halt komplett weg vom Tor, ne? Scheiße. Aber ich hätte halt lieber abgelegt und geschossen. Das ist das zweite Mal, dass es nicht klappt, ey. Das ist ja halt zum Kotzen, dass es so verbuggt ist. Das ist, glaube ich, nur auf dem PC so verbuggt. Also ich wüsste nicht, dass es an der Konsole auch so ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Dass es nicht gehen würde, wenn ich es machen wollen würde. Oh ja, hat Johnson. Ist es der Johnson? Sehr gut. Scheiße, das war gut von ihm, weil der war eklig geworden, wenn er den verloren hätte. Muss einfach stehen bleiben und er gewinnt, schade. Aber sein Spieler läuft dann glücklicherweise nicht weiter. Sehr gut von Hintel, aber der lässt sich halt einfach so nice steuern. Der sollte nicht zu ihm gehen, den er anspielen wollte, deswegen hat er den Pass auch verkackt, weil er gedeckt war. Also mich nervt es gerade wieder so extrem mit diesen Bildwiederholungsfehlern. Und echt mal gucken, ob ich irgendwas machen kann. Nee. Geht so nicht. Komm. Foul. Ach, das pfeift doch nicht, okay. So knapp, wenn wir den kriegen nebenbei. Das wäre bitter gewesen. Geworden für den Gegner, hoffe ich. Dass wir immer das Tor schießen müssen, aber. Oh, wieder ein geiles Tor von Braithwaite und das. Ah ja, er hat ja mittlerweile Hawk. Oh, was für ein geiles Tor, was für ein geiles Tor. Ach du Scheiße, weil ist er wirklich besser als Cavani. Vielleicht ist er wirklich besser als Cavani. Weil er fühlt sich einfach so geil an. Mit links ist, glaube ich, Rechtsfuß. Aber 4 Sterne auf dem Schwachen. Und da scheiß drauf. Schönes Tor. Geiles Ding. Und ich musste da abschließen. Sonst wäre der Gegner dran gewesen. Oh, vielleicht ist er wirklich besser als Cavani. Wie nice. Modest ist, denke ich, nicht besser als Hernandez. Aber er kommt noch, bekommt noch sein Spiel. Chance. Nicht straff genug. Also, ich habe meiner Meinung nach schon genug aufgezogen, aber Verratti hat ihn nicht straff genug gepasst.
da unten ist es eklig. Oh nein! Nicht wieder so ein Dreck. Nicht wieder so ein Dreck. Oh Gott! Durch den Pfosten quasi festgehalten, aber er war nicht über der Linie, das ist das Wichtigste. Von hinten rein, rote Karte, ne? Also, nur mal so nebenbei. Klappt leider nicht. Soll er eigentlich nicht hingehen. Das hat er gut gemacht. Die Schoberg hat zu lange gebraucht, um den Ball quasi zu stoppen oder Ballkontrolle zu bekommen. Schon wieder? Oh, bitte nicht. Bitte kein Tor jetzt. Danke. Alter, ich muss am Sack gehen, wenn die die Bälle vorgelegt bekommen, weil das bei mir definitiv zur Zeit, zumindest, nicht so oft passiert. Ich muss sowas machen hier. Schön durchkombinieren. Der war nicht drin, der war nicht drin. Gegner kann gerne abbrechen, aber der war nicht drin. Wie kann der jetzt eigentlich Pause drücken, wenn ich gerade schieße? Da ist er doch gar nicht im Ballbesitz. Da darf er doch gar nicht Pause drücken, oder? Ah, der ist nicht drin, der Ball, leider. Hat der Verratti aber auch keine gute Ballkontrolle in dem Moment. Ach so, da war doch noch dran. Deswegen konnte er Pause drücken. Alles klar. Krass. Scheiße, Scheiße. Ach, Glück gehabt. Aber ich habe halt gedacht, dass er diese Schusstäuschung da nicht antizipiert, was er leider gemacht hat. Scheiße. War einfach zu eng. Sehr gut. Oh, was ist denn das? Okay, Brayton hat keinen guten Pass, ich verzeihe ihm. Aber das war halt echt ein so dreckig ausgeführter Pass, den hätte er echt machen können. War nicht schwer eigentlich. Aber ich will jetzt auch nicht sein Passwerk verbessern, das ist nicht wichtig. Nicht so wichtig. Schade, hätte ich wahrscheinlich doch selber mit Brayton versuchen sollen. Ja, Gegner schießt wieder 0-mal, also... Nice. Ricardo. Oh, schöner Schuss von Krychowiak. Schade. Oh, das ist super eklig, das ist super... Oh, Konoplyanka, der ist schnell. Fuck, fuck, fuck. Oh, wir haben es super verteidigt, weil er musste abbrechen. Kann nicht einfach durchlaufen. Will er einen Elfmeter generieren, oder? Schade, bleiben wir hängen. Oh, wie schwach das wieder war, der Pass. Ich dachte aber auch, Nitip läuft, wenn ich ehrlich bin. Schoberg macht ein richtig gutes Spiel. Komm! Scheiße. Das Problem war halt bloß, wenn ich da abschließe, habe ich halt auch keine Ballkontrolle. Ich hätte mir wahrscheinlich den Ball nicht vorlegen dürfen. Das war halt der eigentliche Fehler. Nicht das Passspiel. Weil ich hatte einfach nicht genug Ballkontrolle, um zu schießen. Dann hätte ich trotzdem schießen sollen. Aber der eigentliche Fehler war das Vorlegen, weil das Vorlegen kam viel zu weit. Es war einfach viel zu weit vorgelegt.
Mist, das war eine echt gute Torschance, aber da kann ich halt Braidwood jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da die Chance nicht nutzt, weil die habe ich eigentlich versaut. Sehr gut. Kein Abseits. Gott! Wieder Grischowiak. Aber eigentlich liegt hier so ein bisschen ein zweites 2-0 in der Luft, oder? Habt ihr das auch so ein Gefühl? Komm, komm! Oh, sehr gut. Was für ein Pass! Oh, was für ein Pass! Oh, wie geil wäre das Tor gewesen! Was für ein geiler Pass, aber genauso geplant. Scheiße. Was für ein Pass. Wie viele Minute ist denn? 71. Okay. Sehr schön, wenn er einfach umreißt. Nein, ich habe noch mal geschossen. Fuck. Vielleicht sollte ich mal auf Defensiv gehen. Kein Flügelwechsel. Defensiv. Nicht sehr defensiv. Einfach nur defensiv. Danke. Okay, das hat er antizipiert. Habe ich zu spät gerafft, dass er das merkt. Scheint nicht durchzukommen. Der kommt doch gut, der kommt doch gut, der kommt doch gut. Die Flanke war gut. Aber nicht gut genug. Oh, war das jetzt extra auf die gelbe Karte oder was? Fuck. Kommt ein Tipp, komm. Das ist gelb mindestens. Fabian Johnson, aber wie gesagt, ich mag den Mann. Der eine Inform wäre genial. Das war so ein Zufallstrick, den wollte ich nicht machen, aber der war mega geil. Ach, und ich wollte eine Schusstäuschung machen. Ah, das passiert mir zum Glück nur sehr selten, dass ich aus Versehen schieße, statt Schusstäuschung zu machen. Scheiße, das ist blöd. Haben wir eigentlich auch schon wieder dran. Oh, wir bleiben nicht im Ballbesitz, obwohl wir ihn schön rausholen jetzt aber. Also ich weiß nicht, ob am Gegner liegt, aber da steht halt auch einfach teilweise so nice. Und wie kann man den halten? Habt ihr das gesehen? Der war genau rein von Moutinho. Das war ein geiler Pass von Braithwaite. Also ich glaube echt, ich bleibe bei Braithwaite. Also es kristallisiert sich für mich jetzt auch in dem Spiel immer weiter raus, muss ich ehrlich sagen. Dass der sich wohl besser anfühlt. Tore 1, Vorlagen, Moutinho, wer sonst? Aber der hätte noch, der wäre mehr drin gewesen. Aber ich bin zufrieden, wir haben ein Tor gemacht. Nicht jede Chance genutzt, aber gewonnen ist gewonnen. Nice, gefällt mir. Und ich werde jetzt mal was probieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht im Video, aber diese Fehler teilweise im Bildaufbau, in der Bildwiederholungsrate, die nerven mich total. Und ich werde mal was probieren. Ich hoffe, dass es klappt. Und ja, wenn es klappt, in der nächsten Folge bekommt es dann mit. Und da erkläre ich euch dann, was ich gemacht habe, falls es funktioniert hat. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. War ein schönes Spiel, wir haben die Chance genug. Braithwaite macht wirklich Betrieb davon im Sturm. Gefällt mir sehr gut bisher. Fühlt sich auch besser an als
Cavani, und ich glaube auch, dass der Spielstil Hawk perfekt zu ihm passt. Und ja, Rechtsfuß, schwacher links, hat 4 Sterne. Und obwohl er hohe Arbeitsraten in der Offensive und in der Defensive hat, ist er eigentlich fast immer am richtigen Fleck. Oder ja, eigentlich immer am richtigen Fleck und gefällt mir wirklich sehr gut. Und das Geile ist, ist es noch früh in der Saison, der kann auch eine super Inform bekommen, die super Inform, die Second Inform, falls er weiter so spielt. Dann wird er in der Liga ja, wie gesagt, ne? Richtig geil. 2 Vorlagen, obwohl er nicht den mega geilen Passwert hat. Aber wie man sieht, 77 Pass ist auch nicht so schlecht für einen Stürmer. Er hat, glaube ich, einen sehr guten Kurzpasswert. Nur die Langpässe kommen halt nicht ganz so geil. Das letzte Ding, ey, auf Moutinho, das hätte Moutinho sowas von machen müssen. Aber da hat er wieder total den Thomann angeschossen oder der Thomann explodiert wieder irgendwo hin. Keine Ahnung, das war krass. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis hoffentlich morgen und dann hoffentlich mit gefixtem Bild, dass das alles klappt. Tschüss, tschüss.